Jo, leider ist es gerade ein bisschen diesig. Aber die Aussicht ist trotzdem überwältigend. Da unten sieht man eine Straße und da komme ich jetzt hoffentlich noch hin. Dann bin ich nämlich quasi direkt am Meer. Und ich habe immer noch kein Geld getauscht. So, jetzt bin ich ja gleich an der Küste und da wird es, denke ich mal, nicht viel Neues geben. Mein Fazit bisher, Kroatien, schön. Scheinbar viele Kriegsnarben noch, viele zerstörte, verfallene Häuser. Unglaublich weitläufige Ortschaften. Ne? Das ist schon fast nervig. Ja. Wenig Verkehr, sehr wenig Verkehr, zumindest da, wo ich gefahren bin. Und das war jetzt schon so eine Art, ich sag mal, in Deutschland wäre es mit Sicherheit eine Bundesstraße gewesen. Ja, entspannt, einfach entspannt. Bin froh, dass ich das gemacht habe, da durchs Hinterland zu fahren. Und nicht den kürzesten Weg an der Küste oder über die Autobahn genommen. Auch wenn mir, und ich weiß, dass ich mich wiederhole, auch wenn mir die Nacht auf dem Scheißboot immer noch in den Knochen steckt. Also ich bin wirklich hundemüde und komme mir vor, als hätte ich einen Tag durchgemacht. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das Wetter morgen oder heute auch noch vielleicht, wenn nicht auf jeden Fall morgen, ein bisschen aufgeht. Das ist ja jetzt auch noch früh, es ist ja noch nicht mal 13 Uhr. Ich bin ja auch noch nicht da. Ich brauche ja noch, glaube ich, noch circa 2 Stunden. Kann also noch einiges passieren. Scheinbar fängt man an auf diesen unbewohnten Inseln Windparks zu bauen. Ich glaube, das sieht man auf der Kamera nicht. Serpentina. Wenn die Italiener das bei jedem anschreiben würden, dann wäre das ein Mordsboom für die Schilderindustrie. Das ist aber nicht die Kurve, die ich von oben gesehen habe, oder? Vielleicht fahre ich die Kurve ja doch nicht. Schade eigentlich. So, man merkt schon, dass wir wieder in Urlaubsregionen kommen. Na klar, ist ja kein Wunder hier. Kommt einem nämlich schon das ein oder andere deutsche Kennzeichen entgegen.
Oh, die sind so gemein hier, immer wenn es Spaß macht. Kommen die dann mit 60 oder so ein Scheiß? Ja, so langsam frage ich mich doch, warum ich nicht die Küstenstraße lang gefahren bin. Ne, ich habe ja noch ein paar Kilometer. 80 Kilometer bis zum Ziel. Und ich denke, das wird sich jetzt großartig nicht mehr ändern. Ist das eine geile Straße? Leute, das gibt's überhaupt nicht. Das ist unglaublich. Das kann ewig so weitergehen. So eine Straße und so eine Aussicht. Was ist jetzt geiler? Komischerweise tut einem auch nichts mehr weh dann, ne? Also weder die Schultern noch der Arsch. Alles ist gut. Solange man so eine Straße vor der Nase hat, ja.
Ist das geil. Das ist so geil. Du kommst in so einen Flow rein, dass du immer schneller wirst, immer schneller wirst. So, und wenn ich da bin, in einer Stunde ungefähr, dann ist auch die Sonne wieder da. Klart nämlich wieder auf da oben. Und ich mag diesen Metzler Z8 immer mehr. Der macht richtig Laune. Das reißt er gar nicht ab. Oh, ich glaube, ich muss da morgen wieder zurückfahren und nochmal. Temperaturmäßig sind wir jetzt auch schon, sind wir jetzt auch wieder bei 26, 27 Grad. Man merkt es auch direkt. Oh. Und sobald ich hier wieder rumeier, tut mir der Arsch weh. Scheiße. Auf jeden Fall brauche ich heute relativ zeitnah was Vernünftiges zu essen. Ich hoffe ja, dass die hier nie so anfangen wie auf den Balearen oder sagen wir mal wie auf Mallorca oder Gran Canaria oder Teneriffa. Vor den Balearen kenne ich nur Mallorca, deshalb. Aber von den Kanaren kenne ich mehr. Und da ist es so furchtbar mit diesen. Mit diesen All-Inclusive-Touristen-Silos. Das ist zum Kotzen, da habe ich auch keinen Spaß mehr dran. Und ich finde das hier noch viel schöner. Da gibt es zwar auch Tourismus, aber irgendwie ist es noch ein bisschen entspannter noch. Es ist sehr, sehr windig, habe ich gerade eben gemerkt, was ich angehalten habe. Also ich höre es die ganze Zeit schon, das ist irgendwie schon. Aber als ich da stand, habe ich dann schon balancieren müssen mit das Motorrad, weil das Wind so angegangen ist. Das ist natürlich die Pest, wenn du hier so eine Pfeife davor dran. Also das gibt es ja nicht. Noch nicht mal mit 50 Sachen fährt er hier rum. Ja. Naja, Zeit für die Aussicht zu genießen.
So, ich kann nur wieder sagen, schaut es euch an. Unverbaubarer Meerblick, ein Traum. Ach Scheiße, tut mir die Schulter weh. Ja, diese Küstenstraße war natürlich nochmal der Hammer hier, ne? Zum krönenden Abschluss. Komm. Boah, da finde ich ja nie wieder raus, ey. Noch nicht da oben sein. Natürlich nicht.